Hallo, lieben Christian Schmeier, die Blumsologe. Machen wir mal kurzer heute. Das Zeitalter der zerbrechenden Beziehungen und Freundschaften. Also irgendwas, was ich immer wieder höre von vielen Seiten, auch aus meinem Leben. Kenne schon seit längerer Zeit, dass, also wenn es so in meinem Leben wäre, würde ich da, glaube ich, jetzt nicht viel drauf geben, aber ich höre es tatsächlich auch viel von anderen, dass wir einfach in einer Zeit leben, offensichtlich, wo Freundschaften, Beziehungen, Familien reihenweise zerbrechen. Jetzt kann man natürlich sagen, es liegt alles an Corona, das mag ja auch eine Rolle spielen, aber was auch immer es ist, am Ende des Tages, zerbricht alles Mögliche. Und ich wollte einfach nochmal einen Fokus drauf legen. Ich kann da jetzt auch, also zum derzeitigen Stand, kann da nur so ein paar Gedanken sagen, was ich dazu denke. Ich glaube, ich sage ja immer, der Weg zum Gipfel ist steinig und nicht überlaufen, vor allen Dingen. Gut, in diesem Fall ist vor allen Dingen das wichtig, der Weg zum Gipfel ist nicht überlaufen. Und wenn du, was jetzt überhaupt keine Wertung ist, aber wenn du an deine Schwingungsenergie erhöhst oder deinen Weg weitergehst und dich weiterentwickelst und andere das nicht machen, was auch überhaupt keine Wertung ist, jeder hat seinen Weg, ne? Dann kann es eben dazu führen, dass es einfach nicht mehr matcht, auch mit Freunden nicht mehr so, ne? Und das kann leider, gerade in diesen, da spielen jetzt auch diese Zeit vielleicht ein bisschen rein, wo alle irgendwie auf dem Zahnfleisch gehen, kann das auch auch ruppig abgehen, dieses Aufbrechen von Freundschaften, Familien. Es kann auch über die Themen, die ich immer keinen Bock habe, hier anzusprechen auf diesem Kanal, aber kann auch eben mit diesen Themen zusammenhängen, dass man sich da komplett zerstreitet, andere Meinungen hat irgendwie, impfen, nicht impfen, was weiß ich. Das auch sehr, ja, ruppig, rumpelig zugeht, ne? Das kann alles sein. Und ich hatte da, also mir hat sich auch ein bisschen verändert. Ich bin auch gespannt, also kommentiert mal gerne, was ihr so dazu denkt. Überhaupt, wir haben gerade 30.000 Abonnenten-Challenge. Bevor mein neues Buch rauskommt, wünsche ich mir von euch, dass wir auf 30.000 Abonnenten sind. Und drückt mal schön auf den Abo-Knopf. Das ist umsonst. Klar, es gibt auch die Kanalmitgliedschaft, da freue ich mich auch sehr drüber. Aber das schöne Respekt für meine Arbeit, wenn ihr den Abo-Button und auch den Like und mal kommentiert, wenn ihr Lust habt, freue ich mich sehr. Ja, also ich habe das, wie gesagt, vor einem Jahr noch ein bisschen anders gesehen, habe ich so gedacht, weiß ich nicht, es geht ja auch um die Gemeinschaft, da denke ich auch nach wie vor, dass es darum geht, um die Gemeinschaft, dass man gemeinsam als Menschheit oder als Kollektiv einen Weg geht. Und ich habe das aber noch irgendwie positiver gesehen, dass man auch keine Ahnung, wenn da so völlig gravierende Meinungsverschiedenheiten sind zwischen Menschen, dass man da so mehr drüber hinwegsehen kann. Jetzt muss ich mittlerweile sagen, ja, kann man vielleicht auch nicht. Also ich bin momentan, wie gesagt, ich freue mich über euer Feedback da an so einem Punkt, wo ich denke, vielleicht ist es manchmal einfach so, dass es auch gut ist, dass ein Graben zwischen einem und jemand anderem ist. Und vielleicht ist es auch einfach so zu sagen, sorry, wir haben hier völlig unüberbrückbare Differenzen. Du lebst da einem völlig anderen Wertesystem als ich. Und ja, das ist leider hier an dem Punkt nicht überbrückbar. Und da müssen wir jetzt, da ist es jetzt so, müssen wir jetzt mit leben, als immer alles wegzureden, kleinzureden. Auch aus einer Co-Abhängigkeit vielleicht seine Schnauze nicht aufzukriegen und nicht zu sagen, was man denkt. Deswegen muss man ja nie selber, also ich sage ja immer selber, eigensprüchliche Sorge halten, selber die Fassung verlieren, selber in eine Aggression gehen, überhaupt nicht. Das kann man ja ganz ruhig sagen, aber vielleicht ist es so, dass momentan sich viele Wege trennen und man das einfach, man sich mal mehr auf sich fokussieren muss. Mehr mal sagen muss, okay, ich muss mich selber jetzt auch mal hier übertragen im Sinne am Leben halten und kann nicht immer auf andere zurückgreifen. Wo das hingeht, weiß ich nicht. Ich habe keine Glaskugel, aber ja, ich weiß nicht, das ist bei euch auch so. Ich finde es wirklich krass gerade und das finde ich einer der krassesten Stories, die so neben dieser Pandemie langläuft, also wie die genau verbunden sind. Wie gesagt, ich weiß es nicht, weil die Risse gehen ja durch alles durch, durch Freundschaften, durch Familien, durch Beziehungen und nicht immer nur an diesen Pandemie-Themen, das sind ja auch teilweise ganz andere Themen. Also es ist wirklich so, als wenn all die, weiß ich nicht, toxische 3D-Energie gerade nach oben drängt und entweder man verarbeitet es bewusst oder man verarbeitet es unbewusst und dann wird es eben ruppig, ne? Und das ist wirklich,
schwierig. Ich hoffe, dass es wirklich nur so ein Nadelöhr ist, wo wir dann auf der anderen Seite geläutert draus hervorgehen. Aber es sind gerade fucking harte Zeiten, ey. Alter Verwalter, ey. Genau. Wenn ihr euch übrigens noch Content wünscht, den ihr noch nicht findet bei mir, jetzt wenn mein Buch hopefully im Januar fertig ist, wir haben mal wieder Zeit, neuen Content zu kreieren, auch Kurs-Content. Richtig geiler Content. Freue mich da über eure Anregungen. Soll ja auch was für euch sein. Und ja, wir werden uns bald wiedersehen.